So, hallo liebe Leute, herzlich willkommen hier zu Rette dein Geld heute mit einem Spezialthema, wie ich meine, das mir sehr, sehr wichtig ist und ich hier sofort ein Video zusammengestellt habe, nachdem ich mich in die Materie ein wenig eingelesen habe. Es geht heute um das Thema Kontoregister. Ein sehr sperriger Name und ich bin mir sicher, den wenigsten von euch wird das ganze Thema irgendetwas sagen, aber es kommen hier Verschärfungen auf uns zu und da meine ich schon zum Thema Rette dein Geld. Wichtig, dass man Bescheid weiß, wichtig, welche gesetzlichen Änderungen kommen. Ich habe mir natürlich top vorbereitet, habe mir das Bundesgesetzblatt, sind zwar nur 5 Seiten des Kontoregisters, natürlich durchgelesen und möchte euch heute da einen Einblick geben. Und es gibt auch ein paar weitere Informationen, die uns auch zum Fall der Commerzialbank beschäftigen werden. Und zu den ganzen Themen, die rund um die Erweiterung des Kontoregistergesetzes in Österreich kommen. Viel Spaß, alles klar. Ich wechsle meine Bildschirmansicht und darf euch herzlich begrüßen. Nochmals, Entschuldigung, das müssen wir umformen. Kleiner technischer Umbau, aber überhaupt kein Problem. So, hier sind wir schon wieder. Thema Rette dein Geld, herzlich willkommen. Das haben wir schon gesagt. Es geht um das Thema Kontoregister. Sehr sperriger Titel. Was verbirgt sich dahinter? Beziehungsweise wer hat mich auf das Thema gebracht und warum habe ich sofort ein YouTube-Video gemacht? Oder mache ich jetzt gerade, weil es zum Thema Kontoregister, ihr könnt das selbst überprüfen, auf YouTube bis dato kein Video gibt, keine Ergebnisse gefunden. Ich denke aber, dass das Thema für jeden, der natürlich Vermögen, Geld hat, interessant ist, zu wissen, wo seine Daten irgendwo hingemeldet werden, weil dem gehen wir heute im Video nach. Prinzipiell hat mich auf dieses Thema gebracht der Herr Tassilo Valentin, ein Krone-Kolumnist von der Sonntagskrone. Der hat das Thema aufgegriffen und zwar unter dem Deckmantel Bereitstellung für den Tag X. Und dieser Tag X hat er gesagt, dass es Erweiterungen gibt in einem bestehenden Gesetz, nämlich dem Kontoregistergesetz in Österreich, das auch den Zugriff auf Bankschließfächer sicherstellt. Und somit auch Bankschließfächer bzw. der Besitz eines Bankschließfaches auch in dieses offizielle Register, also in dieses Register eingemeldet werden soll. Und das war bei mir der springende Punkt, wo ich gesagt habe, Herrst, um was geht es jetzt genau in diesem Kontoregister? Ich weiß das zwar aus meiner Bankzeit, aber konnte das nicht mehr allzu gut einordnen und habe mich da nochmals hineingefuchst und eingelesen. Und generell muss ich dazu sagen, seit meinem Weggang von Raiffeisen habe ich diese Bankenregularik etwas schleifen lassen, weil ich mir natürlich vollständig der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung als Leiter Compliance und AML bei Coinfinity gewidmet habe und mich da auch privat sehr stark eingebracht habe und weitergebildet habe. Und diese Erweiterung des Kontoregistergesetzes ist insofern dann interessant, weil es auch unter dem Schlagmantel oder unter dem Thematiken weitere Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Und da muss ich aus meiner Sicht sagen, total überzogen. Warum? Warum? Schließfächer, es gibt in Österreich keine anonymen Schließfächer mehr. Du musst dich bei Bank- und Kreditinstituten auf jeden Fall mit einem Ausweis ausweisen, wenn du ein Schließfach mieten möchtest. Also warum soll man das in ein Register geben? Also ganz ehrlich, das verstehe ich nicht ganz, was das für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfinden soll. Da lobe ich mir den Bitcoin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass generell das Thema Kontoregister die wenigsten wissen. Die wenigsten wissen, was kommt, also für Erweiterungen. Und da ist es an der Zeit, vorbereitet zu sein, zu wissen, was kommt und vielleicht die ein oder andere Alternative am Schirm zu haben. Das möchte ich auch heute mitgeben. Wer bin ich? Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Matthias Reder. Ich habe, wie gesagt, 20 Jahre Bankerfahrung, bin seit fast 3 Jahren aber von den Banken zum neuen Geld, dem Bitcoin, gewechselt, wenn man das so sagen darf, und begleite dort aber wieder eine Bankfunktion, Leiter Compliance und AML. Das heißt, ich überprüfe die Kunden, die sich bei uns anmelden,
Ich überprüfe die Mittelherkunft der Kunden. Ich darf auch Großkunden betreuen und bin Ansprechpartner für Banken und Behörden. Und habe mich seit meiner Ausbildung auch derzeit als zertifizierter Experte für Compliance und Geldwäsche ausbilden lassen und darf gleichzeitig auch als Finanzblogger und Vortragender tätig sein, rund um alle Themen wie digitale Assets, Bitcoin und sonstige Finanzthemen. Ihr findet mich auch unter allen möglichen Social-Media-Kanälen und auch hier natürlich auf YouTube mit meinem Finanzblog-Kanal. Welche Fragen möchte ich mich heute mit euch kurz durchgehen? Also kurz einfach durchgehen, um zu wissen, was kommt. Um was geht es jetzt genau bei diesem Kontoregistergesetz? Welche Finanzprodukte sind hier genau umfasst? Wer muss an wen liefern? Und um welche Daten geht es? Und wie verhält sich dieses Kontoregistergesetz mit anderen Gesetzen oder anderen Vorkehrungen, die ebenfalls Kundendaten absaugen und nicht nur teilweise, sondern auch ins Ausland geliefert werden. Und da stellt sich für mich die Frage, wer darf reinschauen und welche Änderungen sind gesetzlich jetzt so in Planung und wann würden diese in Kraft treten? Vorsicht, Rückwirkung nicht vergessen. Das heißt, wenn man darauf reagieren will, möglicherweise sollte man jetzt noch aktiv werden. Um was geht es genau? Es geht um dieses Kontoregistergesetz. Ich habe das eh schon hergezeigt. Man kann das gleich googeln. Es gibt, kann jeder darauf zugreifen. Es heißt Rechtsvorschrift für Kontenregister und Konteneinschaugesetz heißt es. Das so sehr definiert ist, dass Banken und Kreditinstitute derzeit halbjährlich definierte Daten von Inhabern zu Produkten des Einlagengeschäftes, also ein Sparbuch, Girogeschäft, also dein normales Gehaltskonto, Depotgeschäft, dein Wertpapierdepot, ein Girogeschäft, Depotgeschäft, Entschuldigung, da gehört Bauspargeschäft, das habe ich vorhin überschrieben. Also auch deine Bausparkonten werden gemeldet und natürlich auch dein Wertpapierdepotgeschäft an das Bundesministerium für Finanzen. Und wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Relativ einfach, die Bank geht her zum Stichtag, wertet sozusagen alle Produkte aus, wertet die jeweiligen Kundendaten dazu aus und sendet das ans Bundesministerium für Finanzen. Welche Daten werden jetzt konkret gesendet? Es wird der Vorname, der Zuname, das Geburtsdatum, deine Adresse, die Staatsbürgerschaft von Inhabern oder auch von vertretungsbefugten Personen. Bitte hier nur von Vertretung, nicht von reinen Zeichnungsberechtigten, aber von sozusagen inhaberähnlichen Funktionen. Bei Firmen sind es Firmendaten. Es wird auch die Kontonummer mitgemeldet, das Datum der Öffnung und auch die Schließung und die Bezeichnung des führenden Kreditinstitutes. Wo sehe ich das, dass meine Daten gemeldet wurden? Und ich habe das heute aktuell gemacht. Es ist wirklich relativ einfach. Man geht auf sein Finanz-Online-Portal, meldet sich an und geht hier unter Abfragen und Kontoregister und schon kommen alle aktiven Konten bei den jeweiligen Banken aufgeschlüsselt mit der jeweiligen Kontonummer. Ja. Und jetzt kann man natürlich das durchgehen und sich denken, mit der Bank hatte ich nie Kontakt oder wie auch immer. Tja, dann würde ich empfehlen, mit der Bank konkret Kontakt aufzunehmen, zum Beispiel über irgendein Kontaktformular online und nachzufragen, wie er sich um diese oder jede Kontonummer hält oder um Auskunft zu bitten. Ja, das würde ich an jeden empfehlen. Es kann natürlich sein, dass da einfach nur um Sparbücher gibt, die vielleicht geht, wo vielleicht nur 1,50 € drauf ist oder sonst irgendetwas. Aber wenn Sie partout nicht wissen, warum und wieso, würde ich hier konkret nachfragen, warum die Bank hier die Daten eingemeldet hat. Und man sieht ja nicht nur die Daten von den aktiven Produkten, und jetzt wird es noch interessanter, sondern Sie sehen alle Produkte in dieser Kategorie davor genannten, wo Sie Vertretungsbefugter aktuell sind oder wo Sie Kontoinhaber oder Vertretungsbefugter waren. Auch mit dem jeweiligen Datum dazu. Also das ist jetzt nur ein Ausschnitt von mir, aber sehr, sehr interessant. Bitte schaut dort rein und kontrolliert die Daten. Ja. Und nicht nur von diesen Meldungen der Bank- und Kreditinstitute, sondern wir müssen leider davon ausgehen, dass noch weitere Informationen der Banken an das Bundesministerium für Finanzen gemeldet wird. Und zwar geht es um einen automatischen und internationalen Informationsaustausch, wie es hier genannt wird.
Kann man nachlesen am Bundesministerium für Finanzen. Hier gibt es ganz klar die Stellungnahme, dass es einen jährlichen automatischen Austausch von Steuerinformationen seit dem Jahr 2017 gibt. Und wie schaut der jetzt aus? Weil das ist jetzt extrem spannend. Also nicht nur, dass auf nationaler Ebene das Kontoregistergesetz Daten sammelt, wie Kontonummer etc., aber noch keine weiteren Informationen. Weitere Informationen werden mit Stichtag, und zwar um den Kontosaldo und Wert, und das muss man sich jetzt wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, es werden Steuerinformationen abgesaugt. Die müssen auch durch die Banken und Kreditinstitute, aber auch von Versicherungen gemeldet werden. Und diese Daten müssen auch von den Banken und Versicherungsinstituten ans Bundesministerium für Finanzen gemeldet werden. Es geht bei Versicherungen um Barwerte, Rückkaufswerte, also auf jeden Fall um den Kontosaldo. Und da wird es dann schon extrem interessant, weil dieser Austausch, Informationsaustausch findet statt auf einer Plattform, die quasi von der OECD, dieser, kommen wir dann gleich zurück, es gibt einfach verschiedene Intentionen, international den Austausch von Kundendaten zu erleichtern, damit man sozusagen diese Steuerschlupflöcher stopft. Ja. Und wer ist diese OECD? Auch ganz kurz, das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, auf Englisch Organization for Economic Cooperation and Development. Die hat aktuell 37 Mitgliedstaaten und diese 37 Mitgliedstaaten haben sich das ausgedacht und haben gesagt, Herrst, wenn wir von jedem Mitgliedstaat untereinander die Steuerdaten unserer Bürger austauschen, dann bekommen wir doch ein viel, viel detaillierteres Bild zu den jeweiligen Steuern der Kunden, der Bürger. Und das ist natürlich eine ziemlich interessante Geschichte, weil das Ziel ist, ein Verfahren zu entwickeln zum internationalen Austausch von Steuerinformationen, damit man die Menschen richtig besteuern kann. Und da ist jetzt aber das Lustige, da ist mir jetzt wieder der Artikel vom Ökonomen, von dem Herrn Zuckmann in die Hände gefallen, der gesagt hat, der fordert überhaupt ein Melderegister für Geld, das ist überhaupt was ganz was Lustiges. Aber das Problem, das ursprüngliche Problem wird aus meiner Sicht nicht gelöst, weil 8% des weltweiten Finanzvermögens derzeit in Steueroasen geparkt sind und diese Steueroasen sind nicht Mitglied eines OECD-Staates oder dieser OECD-Organisation. Insofern ist das dieser erste Schritt ein zahnloser, aber man möchte natürlich auch außerhalb der OECD Länder hinzunehmen, die man vertraglich dann daran bindet, ebenfalls diesen Informationsaustausch zu machen. So. Und das ist jetzt das Thema. Was kann ich machen, wenn ich das nicht will? Puh. Aus meiner Sicht rein rechtlich wenig bis gar nichts. Auslandskonto in Ländern außerhalb der OECD, wenn die aber wieder Kooperation haben mit der OECD, melden sie auch alle Daten, plus dann habe ich zusätzliches Risiko, natürlich ein hohes politisches Risiko, wenn das irgendein Inselstaat in der Karibik ist, wo alle halbe Jahr ein neuer Diktator sich aufschwingt. Wirtschaftlich, wenn die Bank Charlie geht und rein rechtlich, dass ich plötzlich keinen Zugriff mehr auf mein Vermögen habe und, die Rechtssicherheit ist dort natürlich auch nicht wirklich gegeben. Das andere Thema sind Kryptowährungen, wo quasi niemand, aber jeder daran teilhaben kann, teilnehmen kann und natürlich ganz, ganz stark Bargeld. Ne? Wenn ich mit Bargeld meine Zahlungen mache, brauche ich jetzt kein weiteres Konto nirgends, sondern ich kann auch in anderen Staaten ganz normal mit Euro oder sonstig mit der dortigen Währung, wenn ich sie mir wechsle, und kann meine Zahlungsvorgänge machen. Das wird vielleicht ein Spezialvideo noch einmal, wo man aus diesen Dingen vielleicht ein, zwei Alternativen rausziehen kann, die auch in der Praxis relevant haben. Was kommt aber noch alles in diesem Paket? Und da darf ich aus meiner Sicht wirklich die Rechtsanwaltskanzlei Stadler und Völkel über den Klee loben, die diese Dinge auch immer sehr gut beschreibend bloggen, Videos dazu machen, super Content, Rooftop Talk, war ich auch schon dort zum Thema Geldwäsche, kann ich wirklich nur empfehlen. Und falls jemand auch zu digitalen Assets oder sonstigen Problemen hat, Stadler Völkel ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Adresse, kann man sich hinwenden.
Es soll bei diesem Kontoregister, vorher habe ich ein paar Produkte aufgezählt, Einlagenprodukte, es soll erweitert werden, nämlich dass auch Kredit- und Zahlungsgeschäfte gemeldet werden müssen, das heißt dein Kreditkonto. Und jetzt kommt es dick, so wie es der Herr Valentin auch geschrieben hat, nämlich Schließfächer bei Finanz- und Kreditinstituten. Und zwar nicht nur bei Finanz- und Kreditinstituten, sondern auch bei privaten Anbietern von Schließfächern, die nicht nur der Kurzzeitverwahrung dienen. So lautet es hier im Gesetzestext oder in diesem vorbereiteten Text. Und das würde mit einschließen, hallo, ich habe mir irgendwo ein Depot, Verwahrdepot, bei einem privaten oder auch bei einer Bank, ist ja vollkommen egal. Und diese Information mit Schließfachnummer etc. wird auch gemeldet. Es gibt keine Informationen, dass auch der Inhalt gemeldet werden muss, aber ich finde es irgendwie sehr, sehr komisch. Und ganz wichtig, der erweiterte Kreis der abfrageberechtigten Personen, Behörden, die auf dieses Kontoregister zugreifen können, wurde erweitert. Also es dürfen sehr, sehr viele verschiedene Behörden darauf zugreifen. Nicht nur die Steuer- und die Strafverfolgungsbehörden, sondern zum Beispiel auch die FIO, die Geldwäschemeldestelle und. Das heißt, der Kreis der Zugriffe zu diesen Daten hat sich massiv erhöht. Und da kommen wir zum nächsten Thema, das mich in meinen Heimatbezirk bringt, zur Kommerzialbank Mattersburg, weil der ehemalige Rechnungshofpräsident Franz Fiedler hat einen konkreten Hinweis auf dieses Kontoregister schon gegeben, und zwar in seiner Aussage damals im August, wo er sozusagen die ÖNB und die Aufsichtsbehörden in Österreich gemaßregelt hat, im Sinne Bankskandal, Kommerzialbank, das kann doch alles nicht wahr sein. Sämtliche Kontrollinstanzen haben versagt und es gibt ein zu viel Nebeneinander dieser Kontrollinstanzen und der eine hat sich sozusagen auf den anderen verlassen in seiner Prüfung. Na, wenn der nichts gefunden hat, naja, was sollen da wir großartig finden? Und deswegen sind viel zu wenige der Sache im Kern nachgegangen. Und dieser Herr Fiedler hat nicht nur in der BVZ, die üblicherweise sehr gut informiert ist, auch zu dem Thema Kommerzialbank, also in der Burgenländischen Volkszeitung, gerade auch der Bezirk Mattersburg, finde ich sehr gut und sehr informativ, sondern der Herr Fiedler hat noch mehr gesagt in einem Interview, das aus rechtlichen Gründen jetzt nicht mehr da ist, sondern es wird nur 7 Tage aufgenommen. Aber das Interview habe ich gehört auf OÖ1 und kann Folgendes dazu sagen. Der Herr Fiedler hat Folgendes richtig erwähnt. Erstens einmal, er weiß nicht, ob nicht so ein Kommerzialbankbeispiel wie in Mattersburg nicht auch noch Schule macht woanders. Ja, also das war das Erste. Und das Zweite ist, wenn denn so ein Kontoregister ja schon da ist, ja, warum hat man das dann nicht verwendet? Konkret, er sagt, wenn die FMA und die ÖNB, die ebenfalls Zugriff auf dieses Kontoregistergesetz haben, warum haben die dann nicht schon 2016, 2017 ohne einer Vorortprüfung einfach nur nachgesehen, wo, von welcher Bank wurden Konten der Kommerzialbank eingemeldet? Um das jetzt kurz abzukürzen. Bucher und die Ex oder seine Gehilfin, die Frau K., hat ja mit fingierten Belegen Einlagen der Kommerzialbank Mattersburg bei anderen Banken der Bankaufsicht, also der Prüfaufsicht, der Bilanzprüfaufsicht, den Wirtschaftsprüfern vorgelegt und auch der FMA und der ÖNB. Und die haben das sozusagen abgenickt und ja, wir haben 30 Millionen bei dieser Bank, wir haben 15 Millionen Einlagen bei dieser Bank und. Und das Ganze war ein riesengroßes Luftschloss, diese Belege und diese, nicht nur, dass das viel, viel geringere ist. In einem Fall waren es bei einer Tiroler Bank nicht 30 Millionen, sondern nur 150.000. Und diese Dimensionen sind weitergegangen. Aber viele Banken haben im Nachhinein auch beim Masseverwalter einfach zugeben müssen, tut uns leid, wir kennen keine Kommerzialbank Mattersburg, wir hatten mit dieser Bank nie eine Geschäftsbeziehung. Und das heißt und würde bedeuten, dass folgerichtig diese Bank, die auch nie eine Geschäftsbeziehung mit der Kommerzialbank Mattersburg hatte, die ja nur auf dem Papier war, weil die Frau K. einen Farbdrucker bedienen konnte und der Herr Bucher einfach eine Unterschrift gefälscht hat, hätte man nachweisen können, laut Kontoregister, heute das von diesen 12 Banken, wo die Kommerzialbank Mattersburg hier Einlagengeschäfte aufweist, gibt es eigentlich nur 2, die eingemeldet haben. Was ist mit den anderen? Das kann es ja gar nicht sein. Und da hätte man sich sehr, sehr viel Zeit und wahrscheinlich auch Ärger erspart.
Und das wird sicherlich auch Thema sein bei den verschiedensten Klagen, die gerade anlaufen, weil das aus meiner Sicht ja schon auch ein Prüfungsthema ist. Ja? Zu schauen, ob die Angaben des Geprüften, in dem Fall der Kommerzialbank Mattersburg, auch mit dem offiziellen Register zusammenstimmen. Also da hätte man sehr, sehr viel und schon frühzeitig, da reden wir jetzt sozusagen von 3 bis 4 Jahren vor dem jeweiligen Juli 2020 aktiv werden müssen, weil keine Meldung der Bank, der österreichischen Bank, bedeutet kein aktiver oder ehemaliger Bankkunde. Und so einfach wäre das gewesen. Danke, Franz Fiedler, für diesen Hinweis. Finde ich sehr, sehr gut. Ist leider in der Berichterstattung auch ein bisschen untergegangen. Und deswegen heute dieses Video auch zum Thema Kontoregister, damit ihr draußen einmal wisst, was hat es mit diesem Kontoregister auf sich und welche Verschärfungen kommen da noch auf uns zu. Deswegen, liebe Leute, liebe Fans von Rette Dein Geld, schreibt mir eure Fragen. Schreibt die Fragen unten rein in die Kommentare. Ich bin gern bereit, mich in dieses Thema vertiefend nochmals einzulesen oder die ein oder andere Spezialfrage in einem separaten Video herauszunehmen. Nehmt mit mir Kontakt auf, dreht es an mir ran, fragt mir was. Wir werden die Fragen sammeln und dann in einem nächsten Video hoffentlich dann ausführlich beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch heute mit diesem kleinen Video einen Einblick geben, was es bedeutet, Kontoregister zu führen, was es bedeutet, seine Daten dort drinnen zu haben und was auf uns noch zukommt. Deswegen meine große Bitte an euch, weitersagen, weitersagen, weitersagen. Teilt das Video, schickt es weiter, kommentiert es. Ich denke, diese Information wird sicherlich den einen oder anderen hilfreich sein. In diesem Sinne darf ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken und bis zum nächsten Mal. Ciao, baba.